Das ist ein Buch. Ein Buch für Kinder. Das Buch ist schon sehr alt. Sehr alt. Das Buch wurde in 1845 geschrieben. Das Buch heißt Der Struwwelpeter. Das ist der Name von dem Buch, der Struwwelpeter. Und das ist er. Das ist der Struwwelpeter. Das Buch war ein beliebtes Kinderbuch in Deutschland. Heute zeige ich euch eine Geschichte aus dem Buch. Die Geschichte vom bösen Friedrich. Das ist Friedrich. Das ist Friedrich. Und Friedrich ist böse. Er ist böse. Er ist nicht nett. Nein, er ist böse. Friedrich macht die Stühle. Er macht die Stühle kaputt. Er macht die Stühle kaputt. Und Friedrich quält die Tiere. Das sind die Tiere. Und er quält die Tiere. Er ist gemein zu den Tieren. Die Vögel, der Hahn, die Katze. Friedrich fängt die Fliegen. Die Fliegen. Und er fängt die Fliegen und er reißt den Fliegen die Flügel aus. Da, guck. Er fängt die Fliegen und reißt ihnen die Flügel aus. Er macht die Stühle kaputt und Vögel tot. Und Friedrich schlägt die Vögel tot. Guck, die Vögel sind tot. Ja, das war Friedrich. Und Friedrich quält die Katze. Auf der Katze liegt ein Stein. Das ist ein Stein. Und der Stein liegt auf der Katze. Das ist Gretchen. Das ist Friedrich. Das ist Gretchen. Und Gretchen weint. Gretchen weint. Denn Friedrich hat eine Peitsche. Guck, eine Peitsche. Da ist die Peitsche. Und Friedrich schlägt Gretchen mit der Peitsche. Hier läuft Friedrich die Treppe hoch. Er läuft die Treppe hoch mit der Peitsche in der Hand. Hier oben ist ein Hund. Der Hund trinkt Wasser. Der Hund trinkt Wasser. Und Friedrich geht zu dem Hund und er schlägt den Hund mit der Peitsche
Und er tritt den Hund. Er schlägt und er tritt den Hund. Friedrich schlägt den Hund. Friedrich tritt den Hund. Hier, guck. Er tritt den Hund. Der Hund heult. Der Hund heult sehr. Der Hund hat Schmerzen. Schmerzen. Au, 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 au. Der Hund hat Schmerzen. Und dann beißt der Hund Friedrich in das Bein. In das Bein. Er beißt Friedrich. Guck. Er beißt Friedrich in das Bein. Das Bein blutet. Das Blut kommt aus dem Bein. Das Bein blutet. Und Friedrich schreit. Oh! Friedrich schreit und er weint. Er weint. Und Friedrich lässt. Er lässt die Peitsche los. Friedrich lässt die Peitsche los. Und der Hund rennt weg. Der Hund rennt mit der Peitsche im Mund weg. Er rennt mit der Peitsche im Mund weg. Und jetzt hat Friedrich Schmerzen. Au, 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 au. Jetzt hat Friedrich Schmerzen im Bein. Ja, im Bein. Und Friedrich muss ins Bett. Friedrich liegt im Bett mit Schmerzen. Das ist der Arzt. Der Arzt gibt Friedrich Medizin. Medizin zum Trinken. Der Arzt hat Medizin für Friedrich. Hier geht eine Treppe runter. Hier geht eine Treppe runter. Und hier sind Bäume, kleine Bäume. Und die Bäume werden immer kleiner. Die Bäume werden immer kleiner. Und was macht der Hund? Der Hund geht zum Tisch und sitzt auf Friedrichs Platz, auf Friedrichs Stuhl. Das ist der Stuhl. Und der Hund sitzt auf Friedrichs Stuhl. Und der Hund isst Friedrichs Kuchen. Das ist der Kuchen. Und der Hund isst Friedrichs Wurst. Das ist die Wurst. Und der Hund hat nicht nur Hunger, aber auch Durst. Er hat Hunger und Durst. Also isst der Hund und trinkt der Hund. Und der Hund trinkt auch den Wein. Er trinkt den Wein. Hier über dem Stuhl liegt die Peitsche. Hier über dem Stuhl liegt die Peitsche. Und jetzt geht es dem Hund gut und Friedrich schlecht. Und das ist die Geschichte vom bösen Friedrich. Was denkt ihr über die Geschichte vom bösen Friedrich? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video.
Tschüss.